MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ja, jetzt im Frühjahr kann man der Natur regelrecht beim Wachsen zuschauen und im Herbst, ja, da legt sich wieder alles schlafen. Dieses Werden und Vergehen ist aber nichts Neues. Das ist im Kosmos seit Jahrmilliarden so. Pater Christoph Gerhard ist Leiter der Sternwarte im Kloster Münster-Schwarzach und sagt, Sterne verschwinden nicht nur, es entstehen auch immer wieder neue. Sie beginnen idealtypischerweise hauptsächlich mal aus diesen Grundbaustoffen Wasserstoff und Helium. Und in ihrem Innern werden dann höhere Elemente fusioniert. Das heißt, dass Wasserstoff zu Helium verschmolzen wird, Helium zu Lithium, Beryllium. Da gewinnt der Stern seine Energie draus, leuchtet natürlich darüber auch. Aber irgendwann entsteht die sogenannte Kernfusionsasche dann im Innern des Sterns und dann kann keine Energie mehr gewonnen werden. Und wenn ich einen Eisenkern im Stern habe, dann ist in Anführungszeichen wirklich der Ofen aus. Es kommt zu einer riesigen Explosion. Und dann fängt der Kreislauf wieder von Neuem an. Aus riesigen Wasserstoffwolken entstehen wieder neue Sterne. Durch die Kernfusion wird auch der Katalog von Elementen immer größer. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass so etwas wie der Planet Erde entstehen kann. Und natürlich auch das Leben darauf. Wir alle sind Sternenstaub. Also der Wasserstoff, der ist von Uranfang erst einmal. Also wir haben noch immer sehr, sehr viel Wasserstoff in unserem ganzen Kosmos. Der dominiert eigentlich noch von der Atomanzahl, sage ich jetzt mal, schon massiv noch in unserem Kosmos. Aber jenseits dieses Wasserstoffs kann man wirklich davon ausgehen, dass irgendwann diese anderen Elemente ganz sicher in einem Stern gewesen sind, weil woanders können sie nicht herkommen. Also von der Seite aus, ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gingen wir alle durch Sterne mit unseren Atomen. Einzelne Wasserstoffatome in uns könnten also fantastische 13,8 Milliarden Jahre alt sein. Wenn Pater Christoph als Ordensmann und Christ auf diese Prozesse schaut, stellt er fest, dieses Bild festigt seinen Glauben ganz stark. Nämlich wie kreativ, wie ja umfassend, wie, man müsste sagen, einerseits total durchdacht und mit konstanten Versehen hat Gott die Natur erschaffen. Und andererseits gibt es ja diese Freiheitsgrade, gerade von der Quantenphysik her, die eben dann nicht überall das Gleiche entstehen lässt, sondern überall etwas anderes und was Neues. Und wenn ich die als glaubender Mensch nehme, dann muss ich einfach erst mal sagen, da fällt mir erst mal die Kinnlade runter, ne? Was da ein Schöpfer eigentlich überhaupt ersonnen hat und dann ins Werk gesetzt hat, dass es da ist, ne? Dass es da jemanden gibt, der einen Plan für die Schöpfung aufgestellt hat, kann die Naturwissenschaft nicht beweisen, aber auch nicht widerlegen. Die Naturwissenschaft nähert sich der Wirklichkeit also von den Fakten her. Der Glaube von der Gewissheit, dass es da einen Gott gibt, sagt der Pater und Astronom. Und wenn ich jetzt mal wirklich Evangelium hernehme als glaubender Mensch, dann ist es für mich auch durchaus Verpflichtung, für mich beides. Und das beschreibt ja für mich auch dieser schöne Begriff der Demut, des geistlichen Begriffes der Demut, meine eigene Größe anzuerkennen als Mensch, weil ich bin ja wirklich wunderbar geschaffen und ja, kann ich nur dankbar sein jeden Tag dafür. Aber andererseits muss mir auch klar sein, dass ich in diesem Riesenkosmos wirklich nur auf dem Sandkorn eines Sandkorns sitze und auch wirklich absolut klein bin. Also das ist keine Frage, ne? Und vielleicht sollte man sich nicht immer so wichtig nehmen. Aber, sagt Pater Christoph, so wie die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen dem Menschen hilft, so tut es auch der Glaube. Denn er gibt allem Wissen erst einen Sinn. Er fragt, wozu passiert das alles? Willi Witte für das MKR. Arbeit muss sich wieder lohnen. Das fordern aktuell gerade wieder zahlreiche Politiker. Auslöser für die anhaltenden Debatten um Sozialhilfen war die Erhöhung des Bürgergelds Anfang des Jahres. Aber Bürgergeld und Arbeitslosigkeit, das ist ja nicht dasselbe. Und ganz allgemein, es ist schon etwas komplizierter, die Welt in fleißige und faule Menschen einzuteilen. In der neuen Folge unseres Podcasts Total Sozial schaut sich mein Kollege Corbinian Bauer deshalb mal ein Sozialprojekt an, in dem ehemalige Arbeitslose wieder auf einen Job vorbereitet werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf dem Podcast gibt's jetzt schon mal. Corbinian, in welchem Betrieb warst du denn?
Ja, ich war beim Waldprojekt, das gehört zum Weißen Raben und der ist wiederum ein Betrieb der Caritas im Erzbistum München und Freising. Wie der Name schon sagt, bietet das Waldprojekt verschiedene Dienstleistungen an, die mit Wald- bzw. Landschaftspflege zu tun haben. Also die pflegen Gärten, pflanzen Bäume, machen Brennholz und ein zweites Team kümmert sich zum Beispiel ums Aufräumen in Parks und an der Isar. Die sammeln zum Beispiel da Müll, wo die Stadt mit ihren Reinigungsfahrzeugen nicht hinkommt. Okay, das klingt auf alle Fälle so, als hätte die Gesellschaft was davon. Aber das ist nicht das, was das Waldprojekt zu einem sozialen Betrieb macht, oder? Nein, denn im Fokus steht beim Waldprojekt weniger das Produkt, also der gemähte Rasen oder der Sack Brennholz, sondern es geht um die Menschen, die dort arbeiten. Die sogenannten Teilnehmer sind nämlich ehemalige Arbeitslose und Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job finden. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, so wie Jochen Heidemann. Es war völlig ausgeschlossen. Mit arthritisch entzündeten Gelenken läuft sich's nicht mehr so gut. Und an Arbeiten ist da also überhaupt nicht zu denken. Und es war halt einfach eine Zeit, wo es mich komplett aus dem Arbeitsleben rausgekickt hat. Ja, und der Weiße Rabe oder die Arbeit hier war natürlich dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, mal auszutesten, wie weit Belastbarkeit noch gegeben ist. Ob ich das im ersten Arbeitsmarkt tatsächlich könnte, weiß ich nicht. Also in manchen Bereichen mit Sicherheit nicht. Es gibt sicherlich andere Bereiche, wo ich da nochmal eine Chance sehe. Also du siehst schon, das Waldprojekt stellt so eine Art Zwischenstation zwischen Arbeitslosigkeit und einem regulären Job dar. Ja, Bürgergeldempfänger, die arbeiten, sollte das eigentlich nicht überraschen. Aber wenn man sich so die Debatten anschaut, die hierzulande geführt werden, dann erwecken da manche Politiker den Eindruck, dass Bürgergeldempfänger im Allgemeinen eher in der sozialen Hängematte liegen würden. Das ist doch Quatsch, oder? Das trifft die Realität nicht mal annähernd und dieses verzerrte Bild ist ein echtes Problem. Die meisten Bürgergeldempfänger sind nämlich entweder Kinder, nicht arbeitsfähig oder arbeiten tatsächlich. Also der Großteil der Bürgergeldempfänger ist weit davon entfernt, den Sozialstaat auszunutzen. Und trotzdem wird das Klischee in der Politik, aber auch in den Medien immer wieder gerne bedient und das ist schlecht. Ich habe darüber mit Nicole Bartsch gesprochen. Sie ist Sozialpädagogin und eine von 5 hauptamtlichen Mitarbeitern beim Waldprojekt. Sie hat ein echtes Problem damit, wie in unserer Gesellschaft über Sozialbedürftige gesprochen wird. Ich finde, dieses Bild ist eine absolute Katastrophe. Es ist eine Inflationierung unseres sozialen Systems, weil dieses System, wie wir es haben, ist die Grundlage unseres sozialen Friedens. Ich meine, wenn man sich andere Städte auf der Welt anguckt oder andere Länder anschaut, die solche Systeme nicht haben, da heißt auch Armut was ganz anderes. Und ich meine, das ist einfach, wir sind eine reiche Gesellschaft, wir sind ein reiches Land und das ist einfach das, was diese Gesellschaft sich leistet und das ist auch gut so. Und deshalb habe ich mir mal das Waldprojekt angeschaut, war auf einer Baustelle dabei, auf der Bäume gepflanzt worden sind und da habe ich dann eben mit den Teilnehmern gesprochen, wie sie in die Arbeitslosigkeit gekommen sind und welche Hilfen sie jetzt beim Weißen Raben bekommen. Außerdem habe ich mir von den Mitarbeitern erklären lassen, welche Arbeitsmodelle es überhaupt gibt, wenn man als Bürgergeldempfänger eine Arbeitsmaßnahme hat, also Stichwort 1-Euro-Job. Und ich bin natürlich der Frage auf den Grund gegangen, lohnt sich das Arbeiten? Ist natürlich ganz schön komplex. Ich habe es aber versucht, mal aufzudröseln und vor allem einen Einblick in eine Lebensrealität versucht zu bieten, die für viele Menschen in unserer Situation, also mit Job und so, weit weg ist und ja einigermaßen unvorstellbar ist. Ja, vielen Dank, Corbinian. Ein ziemlich spannendes Thema. Das alles und noch viel mehr heute Abend in einer neuen Folge. Total sozial, gleich ab 19 Uhr nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Jungs für Frauenberufe begeistern und Mädchen von technischen Berufen überzeugen, das will der Boys and Girls Day. Der findet in diesem Jahr am kommenden Donnerstag, also den 25. April statt. Mit dabei ist auch das Caritas Kinderhaus St. Nikolaus in München. Wir möchten gerne jungen Menschen allgemein ermöglichen, unseren Beruf kennenzulernen. Und da bietet sich natürlich der Boys Day für die jungen Männer natürlich vor allen Dingen an, einen Einblick zu bekommen in einen Beruf, der ja eher mehr von Frauen bisher gewählt wird. Und deswegen sind wir gerne dabei, um einfach unseren Beruf bekannter zu machen und hineinschnuppern lassen zu können. Bettina Döring ist die stellvertretende Leitung des Kinderhauses St. Nikolaus. Die Einrichtung bietet nicht nur den Boys Day an, sondern ist stolz darauf, mittlerweile 4 männliche Mitarbeiter zu haben.
Wir finden, dass es auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu uns einfach ist. Die bringen einfach ganz andere Ansichten oft mal mit rein, eine andere Art ins Team und dadurch auch zu den Kindern einfach. Die gehen doch in manchen Situationen einfach anders damit um. Und gerade die jungen Schüler oder Auszubildenden, die sind halt dann doch mal auch eher noch dabei, vielleicht im Garten ein bisschen mehr Fußball zu spielen als wir Frauen, dieses klassische Bild sozusagen. Und das nehmen die Kinder ganz, ganz gerne mit an. Tore Strobel ist einer der männlichen Erzieher. Er ist schon fast 10 Jahre im Haus und mittlerweile Gruppenleitung. Ich bin damals einfach dazugestoßen als Kinderpfleger, habe dann in der Eichhörnchengruppe als Kinderpfleger gearbeitet, habe mich dann jetzt vor ein paar Jahren weitergebildet zur pädagogischen Fachkraft im Kindertagesbereich und habe dann die Gruppenleitung übernommen bei den Eichhörnchen und bin nach wie vor da und zufrieden. Anfangs war die Verwunderung in seinem Freundeskreis groß und es tauchte immer mal wieder die Frage auf, warum arbeitest du als Mann in der Kita? Heute hört er diese Frage seltener. Hin und wieder mal, aber es ändert sich immer mehr zum Positiven, sage ich mal, dass die Frage nicht mehr so häufig kommt, sondern eher die Frage, wie hältst du es aus oder wie könnt ihr das schaffen? Weil es ist doch natürlich klar, im Beruf irgendwo laut und alles und sehr hektisch auch im Alltag. Es sind viele Sachen, an die man gar nicht denkt, die man im Beruf auch noch machen muss, aber lohnt sich. Aber auch auf diese Frage hat der Erzieher eine Antwort. Denn er liebt seinen Beruf und hat gute Strategien, dass es nicht zu stressig wird. Durch viel Lachen und Humor. Mit den Kindern zusammen, mit den Kolleginnen, allem drum und dran. Und man sieht, wie die Kinder sich entwickeln über die Jahre. Man baut eine Bindung auf. Ich meine, die Kinder sind auch dann 3 Jahre irgendwo in der Gruppe. Wenn sie im Haus vorher in der Krippe waren, noch länger sogar. Das ist halt irgendwo auch eine Beziehungspartnerschaft mit den Eltern, mit den Kindern. Man kann viel, viel Spaß haben. Und das einfach zu sehen, wie ein Kind groß wird, aufwächst und sich entwickelt zu dem Menschen, der er mal werden kann oder wird, wunderschön. Und der Erzieher freut sich, dass das Kinderhaus St. Nikolaus beim Boys Day mitmacht und er ein paar Jungs zeigen kann, wie schön der Erzieherberuf ist. Man nimmt die Schüler ja dann schon auch irgendwo auf und versucht so viele Fragen wie möglich zu beantworten und ihnen das Ganze irgendwo auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Wer selbst Lust bekommen hat, beim Boys Day oder als Mädchen beim Girls Day mitzumachen, ein paar Plätze gibt es noch. Ganz schnell im Internet suchen und bewerben. Steffi Schmidt fürs MKR. Die Berge und die Seen, die Bäume und die Blumen. Ganz klar, wir Christen glauben, dass das alles von Gott gemacht ist. Schöpfung nennt es ein urtümlicher Begriff. Aber was versteht man eigentlich genau unter dieser Schöpfung? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute die Schöpfung, erklärt von Pfarrer Simon Eibel. Schöpfung ist natürlich ein Begriff, der heute im Alltagsgebrauch eigentlich kaum mehr da ist. Ich habe jetzt mit den 8-Klassler mal Folien aufgelegt, wo man zuerst die Erde anschaut, aus einem Meter Abstand einen Menschen und dann immer so in 10 Potenzen hochgeht. Bis zu 1 Milliarde Lichtjahren. Das heißt, man versucht, unsere kleine Welt aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und da bin ich gespannt, nach 20 Minuten, da haben sie da geguckt und haben gesagt, boah, wie funktioniert das? Wie gibt's das? Unser kleiner Stern mit der Sonne, nur ein winziger Stern im Milchstraßensystem. Unser Milchstraßensystem nur eine der 100 Millionen Galaxien. Und da ist für meine Jugendlichen wieder klar geworden, Mensch, irgendwas steckt da dahinter. Irgendein Gedanke steckt da dahinter, dass das so ist, wie es ist. Das heißt, einer ist dahinter, der das geschaffen hat, der irgendwo irgendwas Sinnvolles sich hineingedacht hat. Und dieses Geschaffensein ist halt in dem Wort der Schöpfung mit drin. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit ihm um? Wenn ich es theologisch sehe, dann ist es für mich kein Zufall, sondern ein Gedanke dieses großartigen Schöpfers, den wir nicht begreifen können, den er uns in den Händen gelegt hat. Und wir als Menschen mit Krebs, mit Hirn, müssten wir als Mitschöpfer diese Schöpfung mittragen. Das heißt, wir sind nicht nur Genießer, sondern auch in der Verantwortung als Mitschöpfer, diese kleine, wunderbare, vielfältige Erde zu erhalten. Und darum bemühe ich mich als Christ und als Pfarrer, dass dieser Gedanke weitergetragen wird. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR,
Wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.